Aufatmen in Frankreich. Restaurants, Cafés und Museen dürfen ab dem 2. Juni wieder öffnen. Autokonzern Renault will 15.000 Arbeitsplätze abbauen, rund ein Drittel davon in Frankreich. Als Ersatz für abgesagte Kinofreuden. Globales Filmfestival We Are One. Online und gratis. Die französische Regierung hat in der Corona-Krise weitere Lockerungen des öffentlichen Lebens verkündet. Ab kommenden Dienstag dürfen Restaurants, Bars, Cafés und Museen unter Auflagen wieder Gäste und Besucher empfangen. Die Reisebeschränkung von 100 Kilometern um den Wohnort wird in allen Landesteilen außer der Ballungsregion Île-de-France um Paris und zwei Überseegebieten aufgehoben. Dort werden die Restriktionen wahrscheinlich ab dem 22. Juni wegfallen. Verboten bleiben weiterhin Versammlungen von mehr als 10 Personen. Die Grenzen zu europäischen Nachbarländern will die französische Regierung am 15. Juni wieder öffnen. Während europäische Staaten auf Lockerungskurs sind, hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, gefordert, allen Entwicklungs- und Schwellenländern einen Schuldenerlass anzubieten. Bei einer Konferenz mit internationalen Staats- und Regierungschefs sagte Guterres, dass die Pandemie ein historisches Ausmaß an Hunger und Hungersnot verursachen werde. In Großbritannien kündigte Premierminister Boris Johnson weitere Lockerungen bei Zusammenkünften an. Zurzeit können sich Menschen in Parks treffen, aber nicht in privaten Gärten. Und dies war ein vorsichtiger erster Schritt. Aber wir wissen, dass es keinen Unterschied im Gesundheitsrisiko gibt, sodass wir jetzt den Menschen erlauben werden, sich in Gärten und anderen privaten Außenräumen zu treffen. Die Tradition der akustischen Danksagung an das staatliche Gesundheitspersonal ist in Großbritannien in die 10. und wohl letzte Woche gegangen. Die Gründerin der Initiative sprach sich dafür aus, diese künftig nur noch einmal pro Jahr stattfinden zu lassen. Nach schier endlosen Monaten Corona-Krise spüren es viele. Das Virus bedroht nicht nur den Körper, sondern auch die Seele. Einer weltweiten Umfrage zufolge ist die Berichterstattung über Corona einer der größten Stressfaktoren. Die französische Illustratorin Lorraine Beaulieu, die in New York lebt, hat ihr ganz eigenes Gegenmittel. Meine Methode besteht darin, die Nachrichten auf 30 Minuten pro Tag zu begrenzen. Ich glaube, ich habe fast jeden Tag eine Zeichnung oder ein GIF gemacht, das einen Aspekt der Pandemie abdeckt. Dinge, die ich gehört und die mir Angst gemacht haben. Also ein Element zu nehmen und es in etwas Lustiges zu verwandeln, es mit anderen zu teilen und es auf diese Weise zu exorzieren. Neben der psychischen Dauerbelastung durch die Nachrichten sind der Verlust der sozialen Kontakte und Freizeitaktivitäten zwei weitere zentrale Stressfaktoren. Francis Berryman, Mikrobiologe und Rugbyspieler aus Glasgow, vermisst die Interaktion mit der Gruppe. Mannschaftssport sorgt für ein gutes kameradschaftliches Gefühl und das ist etwas, das mir fehlt. Jemandem über Facebook Nachrichten zu senden, ist nicht dasselbe wie gemeinsam nach einem Rugbyspiel in der Bar zu sitzen. Having a laugh in the bar after a rugby match. Der Resilienzforscher Raphael Kalisch, der die Auswirkungen der Pandemie untersucht und die Dynacor-Studie koordiniert, hat herausgefunden, dass die beiden Schlüsselfaktoren, die uns in einer Krise helfen, soziale Unterstützungsnetze und positives Denken sind. Viele Menschen reagieren auch allergisch auf diese Empfehlungen zum positiven Denken, dieses Psychogedöns. Ne? Und ich bin nun mal in einer schlimmen Situation, warum soll ich jetzt positiv denken? Ich will davon gar nichts hören. Aber erstens, es hilft ja nichts, in diese negativen Schleifen hineinzugeraten. Ich muss ja irgendwie versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Und zweitens, ich kann natürlich auch meinen Mitmenschen am besten dann helfen, wenn ich selbst so was Positives transportiere und wenn ich eine gewisse Energie habe. Ziel ist, einen Negativkreislauf der Angst und des Grübelns zu vermeiden, der Lust und hoffnungslos macht. Der deutsche Designer Steffen Kraft zum Beispiel lebt von Tag zu Tag, von Augenblick zu Augenblick und träumt vom normalen Leben. Vor Corona war Normalität immer mit etwas Negativem behaftet. Normalität war langweilig. Und jetzt wünsche ich mir nichts mehr, als Menschen zu umarmen, ohne dabei Todesangst zu haben. Der Wochenmarkt von Valença, eine der größten Portugals, hat in dieser Woche nach mehr als zweimonatiger Schließung wieder geöffnet. Die Händler sind erleichtert, klagen aber über den Mangel an Kunden.
Ich würde mir wünschen, dass es mehr wären. Es ist zu ruhig. Warum gibt es keine Kunden? Weil die Spanier nicht kommen. Valencia liegt an der Grenze zu Spanien, genauer gesagt Galizien. Schon seit Anfang Mai dürfen die Geschäfte in der portugiesischen Stadt wieder öffnen. Dennoch sind im historischen Zentrum nahezu 90% der Läden dicht. Die Mehrheit der Kunden sind Spanier. Da die Grenzen immer noch geschlossen sind, bleiben die Straßen leer. Alles liegt brach. Wir machen keinen Umsatz. Es gibt keine Besucher, wie Sie sehen können, besonders innerhalb der Stadtmauern, denn hier läuft das Geschäft vor allem mit spanischen Touristen. Die spanischen Nachbarn aus Galizien kommen nach Valencia, wenn sie etwas brauchen, und wir aus Valencia gehen nach Tui, wenn wir etwas brauchen. Der Bürgermeister von Valencia versteht nicht, warum die Grenze zu Spanien immer noch geschlossen ist, da es in der Stadt momentan keine aktiven Corona-Fälle gibt und die Pandemie in Galizien nicht so schwerwiegend war wie in anderen spanischen Regionen. Derzeit sterben wir nicht an der Krankheit, sondern an der Behandlung. Die portugiesischen und spanischen Regierungen und Ministerpräsidenten müssen sich selbst davon überzeugen, dass Portugal nicht Lissabon und Spanien nicht Madrid ist. Es gibt völlig unterschiedliche Realitäten innerhalb der Länder. Eine gemeinsame Pressekonferenz auf der historischen Brücke, die den Norden Portugals mit Galizien verbindet. So wollen die Bürgermeister der Eurocity Valencia Tui für die Wiedereröffnung der Grenze demonstrieren. In Valencia, Portugal, para Euronews. Der Autohersteller Renault baut weltweit rund 15.000 Arbeitsplätze ab, darunter 4.600 in Frankreich. Das gab Renault an diesem Freitag an seinem Stammsitz in Boulogne-Billancourt bei Paris bekannt. Angekündigt wurde ein Sparprogramm mit einem Umfang von mehr als 2 Milliarden Euro, das über 3 Jahre laufen soll. Der Traditionshersteller hat insgesamt 180.000 Beschäftigte und war bereits im vergangenen Jahr in die roten Zahlen gerutscht. Die Corona-Krise verschärfte die Absatzprobleme. Nach eigenen Angaben benötigt Renault einen staatlich garantierten Kredit in Höhe von 5 Milliarden Euro, der aber noch nicht gewährt wurde. Erst zu Wochenbeginn hatte der französische Präsident Emmanuel Macron einen Rettungsplan für die Autobranche in Höhe von 8 Milliarden Euro angekündigt. Vor der Konzernzentrale in Boulogne-Billancourt versammelten sich Freitagmorgen Renault-Mitarbeiter. Sie folgten einem Aufruf von Gewerkschaften. Russische Zollfahnder vermelden einen imposanten Fund. Nicht Drogen oder Falschgeld, sondern 40 Tonnen illegal aus der EU importierter Käse. Die Schmuggelware war in 4 Containern in einem Hafendepot nahe der Stadt St. Petersburg versteckt und als Bestandteil zur Herstellung von Gummi ausgewiesen. Zu den illegal eingeführten Waren gehörten italienischer Hartkäse sowie der in Russland beliebte deutsche Schimmelkäse Dorblu, der Käserei Champignon aus dem Allgäu. An der Operation war auch der russische Geheimdienst FSB beteiligt. Deutsche Käseproduzenten sind von dem russischen Embargo auf Lebensmittel aus der EU besonders stark betroffen. Das Einfuhrverbot war 2014 als Reaktion auf westliche Sanktionen im Zuge des Ukraine-Konflikts verhängt worden. Kein roter Teppich, keine goldenen Löwen oder Palmen. Wegen der Corona-Pandemie steht der internationale Festivalbetrieb still. Alle wichtigen Rendezvous der Filmbranche wurden abgesagt. Auch Cannes, die Mutter aller Filmfestspiele. Dabei ist das Bedürfnis nach Unterhaltung gerade in Krisenzeiten größer denn je. Deswegen haben sich 21 große Festivals zusammengeschlossen für ein virtuelles Filmfest auf YouTube. We Are One heißt das globale Online-Event mit rund 100 Streifen. Organisiert vom New Yorker Tribeca Film Festival mit Unterstützung unter anderem der Festivals in Cannes, Toronto, Venedig, Locarno, San Sebastian, Tokio oder Berlin. Auch Kurz- und Animationsfilme und Gesprächsrunden mit Star-Regisseuren sind bis zum 7. Juni mit dabei. Das Online-Festival ist nur eine Antwort auf die Corona-bedingte Kinoabstinenz. Not macht erfinderisch. Auf der ganzen Welt entdecken Filmfans das gute alte Autokino neu. In einigen Ländern in Europa beginnen die Kinos wieder zu öffnen, allerdings unter strengen Hygienemaßnahmen. Maske und Mindestabstand sind Teil der neuen Normalität, an die sich auch Kinogänger gewöhnen müssen.
bleiben Sie auf dem Laufenden über die Coronavirus-Pandemie auf euronews.com und auf unseren mobilen Anwendungen. Auf Euronews. Entdecken Sie mit Unreported Europe den Kontinent in all seinen Facetten. Treffen Sie die Menschen, die Europa ausmachen. Landwirte, Arbeitnehmer, Unternehmer, Flüchtlinge, Frauen, Männer und Familien. Unreported Europe erzählt Ihnen Ihre Geschichten. Unsere Reporter entdecken die Realität abseits der ausgetretenen Pfade. Unreported Europe auf Euronews und euronews.com. Aufatmen in Frankreich. Restaurants, Cafés und Museen dürfen ab dem 2. Juni wieder öffnen. Autokonzern Renault will 15.000 Arbeitsplätze abbauen, rund ein Drittel davon in Frankreich. Deutscher Bundestag verlängert und erweitert Mali-Einsätze der Bundeswehr. Die französische Regierung hat in der Corona-Krise weitere Lockerungen des öffentlichen Lebens verkündet. Ab kommenden Dienstag dürfen Restaurants, Bars, Cafés und Museen unter Auflagen wieder Gäste und Besucher empfangen. Die Reisebeschränkung von 100 Kilometern um den Wohnort wird in allen Landesteilen außer der Ballungsregion Île-de-France um Paris und zwei Überseegebieten aufgehoben. Dort werden die Restriktionen wahrscheinlich ab dem 22. Juni wegfallen. Verboten bleiben weiterhin Versammlungen von mehr als 10 Personen. Die Grenzen zu europäischen Nachbarländern will die französische Regierung am 15. Juni wieder öffnen.
Während europäische Staaten auf Lockerungskurs sind, hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, gefordert, allen Entwicklungs- und Schwellenländern einen Schuldenerlass anzubieten. Bei einer Konferenz mit internationalen Staats- und Regierungschefs sagte Guterres, dass die Pandemie ein historisches Ausmaß an Hunger und Hungersnot verursachen werde. In Großbritannien kündigte Premierminister Boris Johnson weitere Lockerungen bei Zusammenkünften an. Zurzeit können sich Menschen in Parks treffen, aber nicht in privaten Gärten. Und dies war ein vorsichtiger erster Schritt. Aber wir wissen, dass es keinen Unterschied im Gesundheitsrisiko gibt, sodass wir jetzt den Menschen erlauben werden, sich in Gärten und anderen privaten Außenräumen zu treffen. Die Tradition der akustischen Danksagung an das staatliche Gesundheitspersonal ist in Großbritannien in die 10. und wohl letzte Woche gegangen. Die Gründerin der Initiative sprach sich dafür aus, diese künftig nur noch einmal pro Jahr stattfinden zu lassen. Der Autohersteller Renault baut weltweit rund 15.000 Arbeitsplätze ab, darunter 4.600 in Frankreich. Das gab Renault an diesem Freitag an seinem Stammsitz in Boulogne-Billancourt bei Paris bekannt. Angekündigt wurde ein Sparprogramm mit einem Umfang von mehr als 2 Milliarden Euro, das über 3 Jahre laufen soll. Der Traditionshersteller hat insgesamt 180.000 Beschäftigte und war bereits im vergangenen Jahr in die roten Zahlen gerutscht. Die Corona-Krise verschärfte die Absatzprobleme. Nach eigenen Angaben benötigt Renault einen staatlich garantierten Kredit in Höhe von 5 Milliarden Euro, der aber noch nicht gewährt wurde. Erst zu Wochenbeginn hatte der französische Präsident Emmanuel Macron einen Rettungsplan für die Autobranche in Höhe von 8 Milliarden Euro angekündigt. Vor der Konzernzentrale in Boulogne-Billancourt versammelten sich Freitagmorgen Renault-Mitarbeiter. Sie folgten einem Aufruf von Gewerkschaften. Wir sind bei einem Renault-Händler in Paris. Das junge Paar will sich einen Wagen anschaffen. Doch ob es ein Renault wird, da sind sich Nora und Romain nicht sicher. Dass wir ein Auto kaufen wollten, das war schon länger klar. Der Lockdown hat es jetzt noch beschleunigt. Wir wollen einfach auch mal raus aus Paris. Nachdem sie sich die Modelle näher angeschaut haben, beschließen sie, doch lieber noch bei Volvo oder Fiat vorbeizuschauen. So wie Nora und Romain entscheiden sich viele, denn die Zahlen des französischen Autobauers sehen schlecht aus. Vor der Corona-Krise hatte Renault in Europa 321.000 Autos verkauft, 36% weniger als im Vergleichsquartal im Vorjahr. Denn schon seit der Festnahme des einst so mächtigen Carlos Ghosn ging es mit Renault bergab. 2019 war mit einem Verlust von 150 Millionen Euro das schlechteste Jahr im vergangenen Jahrzehnt. Das Geschäft lief schon vor Corona nicht mehr. Renault suchte schon vor Corona nach einem Ausweg aus dem Schlamassel. Die Autoindustrie ist für Frankreich extrem wichtig, schafft sie doch mehr als 1 Million Arbeitsplätze. Aufgrund der Macht der Gewerkschaften und weil der Staat Unternehmensanteile von Renault hält, ist es für die Marke schwierig, Veränderungen durchzudrücken, die andere Marken leichter über die Bühne bringen. Der französische Staat versucht sein Möglichstes. Für Renault heißt das ein 5 Milliarden Euro Hilfspaket, um die Produktion in Frankreich zu halten. Es soll auch umweltfreundlich produziert werden. Wir wollen, dass Frankreich führend auf dem Markt der sauberen Autos in Europa wird. Wir wollen pro Jahr mehr als 1 Million Elektromobile, Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeuge produzieren. Auch potenzielle Kunden wie Romain und Nora will Macron mit diversen Zuschüssen zum Kauf eines solchen Wagens bewegen. Gegen Hybrid hätten sie nichts, sagen die beiden jungen Menschen aus Paris. Doch einen Renault finden sie schlichtweg zu teuer. Der Deutsche Bundestag hat mehrheitlich für die Fortsetzung der Bundeswehreinsätze in Mali gestimmt.
Die deutschen Streitkräfte sind in dem westafrikanischen Land sowohl an einer Ausbildungsmission der Europäischen Union als auch an einer Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen beteiligt. Die AfD hatte Anträge gestellt, die Bundeswehr aus beiden Einsätzen zurückzuziehen. Im Rahmen der Ausbildungsmission wurden laut Bundeswehr bislang rund 13.000 malische Soldaten geschult. Das Mandat mit bis zu 450 statt bislang 350 deutschen Kräften ist vorerst bis Ende Mai kommenden Jahres befristet. Für die Beteiligung an der Blauhelm-Mission ist eine Obergrenze von 1.100 Bundeswehrsoldaten vorgesehen, darunter Fernmelder einer Aufklärungskompanie sowie Kräfte für Sicherung, Versorgung und Sanitätsdienste. Das jüdische Viertel in Antwerpen. Eine Risikozone für islamische Terroranschläge. Lokale Organisationen haben die belgische Regierung aufgefordert, bewaffnete Patrouillen nicht wie geplant einzustellen. Bewaffnete Streifen könnten Terroranschläge nicht verhindern, aber sie dienten der Abschreckung. Wenn Terroristen wüssten, dass es keine Streifen mehr gäbe, dann hätten sie freie Hand. Streifen hätten einen wichtigen psychologischen Effekt. I think a very important part is the psychological effect. Im Mai 2014 tötete ein islamischer Terrorist 4 Menschen im jüdischen Museum in Brüssel. Nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo im Januar 2015 in Paris wurde ein Anschlag auf belgischem Boden vereitelt. Nach den Anschlägen 2016 auf Brüssel waren bis zu 3000 Soldaten im Einsatz. Heute sind es nur noch 200. Die gesamte Operation kostete den belgischen Staat seitdem rund 200 Millionen Euro. Der Verteidigungsminister schlug nun vor, die Operation bis September zu beenden. Danach würden nur noch Atomkraftwerke bewacht. Doch inzwischen gibt es Streit zwischen der Politik und dem Militär. Die belgische Militärführung sei von Anfang an nicht glücklich gewesen, da sie dies für eine Aufgabe der Polizei hielt und nicht der Armee, so der Terrorismusexperte Thomas Renard. Zudem wurde befürchtet, wichtige Ressourcen zu verlieren, die sie lieber in wirklichen Militärmissionen verwendet hätte. Die belgischen Behörden mögen von einem gesunkenen Bedrohungsrisiko ausgehen. Die lokalen Organisationen in Antwerpen indes wollen dennoch wachsam bleiben. Der Ort klingt für die einen nach Reggae und Bob Marley, für andere ganz aktuell nach Covid-19. Seychelles, ein Vorort von Lissabon. Der Jamaika-Slum in Seychelles ist der jüngste Schwerpunkt der Covid-19-Infektion in Portugal. Die Gesundheitsbehörde hat bereits die Existenz von 16 Fällen bestätigt. Sogar der Präsident der Republik kam während eines Treffens zur epidemiologischen Lage darauf zu sprechen. Mit besonderer Aufmerksamkeit und Besorgnis beobachten die Gesundheitsbehörden die Lage in der Region Lissabon. Sie scheint, sagen Experten, etwas mit den sozioökonomischen Bedingungen zu tun zu haben. Die sozioökonomischen Bedingungen heißen Armut. In unvollendeten Wohnblocks aus unverputzten Backstein leben in Jamaika rund 170 Familien mit afrikanischen Wurzeln. Die Nachbarschaftscafés wurden als Problem genannt, aber für den Präsidenten des lokalen Sozialentwicklungsvereins ist das nicht das Einzige. Es gibt Leute, die keine 50 Cent am Tag haben für Lebensmittel. Woher sollen die 6 Euro nehmen oder 30 für Masken und für Seife, um ihre Hände zu waschen? Die örtlichen Gesundheitsbehörden haben die Schließung der Cafés und Bars im Jamaika-Viertel für 2 Wochen angeordnet. Allerdings, so der Sozialarbeiter, kamen 95% der Menschen dort von außerhalb.
This is among the state patrol unit that was advancing up the street, saying and scattering the protesters at that point for people to clear the area. And so we walked away. I'm sorry? You're under arrest. Okay. Do you mind telling me why I'm under arrest, sir? Why am I under arrest, sir? Officer is with CNN and he's on the air right now. I'm here with CNN. Okay. You are arresting him live on CNN. We told you before that we are with... If you're just tuning in, you are watching our correspondent, Omar Jimenez, being arrested by state police in Minnesota. We're not sure why our correspondent is being arrested. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die Coronavirus-Pandemie auf euronews.com und auf unseren mobilen Anwendungen.